So, liebe Leute, wir sind zurück auf dem Zweitkanal. Leute, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Ey, erstmal Leute, danke an jeden, der vorbeigeguckt hat beim Video gestern. Ich freue mich sehr drüber. Hier habe ich ein bisschen mehr Zeit zu quatschen. Also vielen lieben Dank für den Support. Ich will den Zweitkanal gerne wieder ein bisschen zum Leben erwecken, weil der war die ganze Zeit tot und ich dachte mir so, weißt du was? Jetzt wollen wir mal wieder so ein bisschen regelmäßiger Videos hochladen. Vielleicht ein bisschen kürzer das Ganze, aber ich kann ein bisschen mehr mit euch quatschen, habe ein bisschen mehr Freiheiten und das alles nicht so super, super schnell gecuttet. Und deshalb, vielen lieben Danke an euch. Danke, dass ihr hier wart, Leute. Und jetzt erstmal, über was reden wir heute? Nämlich über den Brachiosaurus. Der kommt tatsächlich nicht so schnell ins Game in nächster Zeit. Ich hatte gedacht, das wird wahrscheinlich der nächste Dino nach dem Achelon, aber tatsächlich nicht. Der wird jetzt erst überarbeitet. Ich kann euch kurz das Konzeptart zeigen und das ist gerade erst fertig geworden. Also der liebe Garuga, der diese ganzen Arc Edition Mods macht, hat gerade erst eine Überarbeitung angefangen und das ist erst das Konzept. Von daher wird das nur eine halbe Ewigkeit dauern und wir werden den wahrscheinlich nicht so schnell sehen. Aber ich dachte mir, wir gucken uns jetzt nochmal den alten an. Ich versuche doch mal den zu zähmen. Ich habe den früher mal versucht zu zähmen und das war super, super schlimm. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm, diese Folge. Und wir gucken nochmal, was der Schönes kann, weil ich glaube, wenn der so bleibt, wie er jetzt gerade ist, wird er das Spiel absolut zerstören. Also jetzt, ohne Witz, der war so übel stark und konnte so viele Sachen, wenn er die hinterher immer noch kann, wenn er ins Spiel kommt, also der wird arg verändern. Hundertprozentig. Und hier haben wir auch schon zwei Kollegen. Der eine ist Level 40 und der eine natürlich 150. Ich glaube, ich setze mich erstmal in Level 40er, weil ich bin mir sicher, dass das nicht so einfach wird für mich. Ich habe mich schon mal sehr dolle gequält bei denen. Hier ist übrigens meine Yuti-Falle. Falls ihr dazu den Short nicht gesehen habt, die habe ich, glaube ich, gestern auf meinem Hauptkanal hochgeladen. Und die ist echt OP tatsächlich. Der Yuti muss hier nur drauflaufen und der ist direkt stuck. Und ich wusste nicht mal, dass sowas möglich ist. Richtig, richtig nice Falle. So, wie geht das Ganze jetzt auch nochmal? Ich glaube, einmal anschießen am Anfang. Ich sollte mich, glaube ich, lieber auf meinen Tüler setzen, sonst kriege ich hier gleich einen dicken Stampf ab. Ich glaube, ich muss einfach so den anschießen. Und dann geht er so auf seine zwei Beinchen, auf seine Hinterbeinchen, hoffentlich gleich. Hoffentlich macht er das jetzt. Also er hat mich jetzt normal getreten, glaube ich. Machst du auch so deinen Move, den du eigentlich machen solltest? Ey, er tritt einfach auf meine Falle. Toll, gerade noch drüber geredet, jetzt ist er gleich weg. Mach mal deinen Stampfer. Traust du dich? Okay, der hat jetzt schon wieder Aggro verloren, oder? Nee, er macht es und dann muss man hinten drauf schießen und dann kriegt der Topor. Tatsächlich mit einer Sniper voll gut. Ich habe das früher mit einer Schrotflinte gemacht. Oh shit, ich hatte noch richtig lange Zeit. Aber das Ding ist, der darf euch halt wirklich nicht erwischen, wenn er diesen Stampfer macht, weil dann ist vorbei. Der macht so krass viel Damage damit. Also ein Gigabiss ist ein Scheiß dagegen. Die sind echt übertrieben und er stampft immer noch auf meine Falle. Da hast du die absolut. Ey, kannst du nicht mal wieder so hochgehen oder so? Oh, er macht's echt. Zack, oh, ich habe ihn nicht richtig getroffen anscheinend. Irgendwie, man muss halt, oh mein Gott, 7k Damage, der hat das fast weggestampft. Und man muss halt ein bisschen aufpassen mit seinem Leben auch, das ist halt eher das Problem. Aber wenn ich mit der Shotgun drauf geschossen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich schon lange tot. Deshalb versuche ich so ein bisschen genauer zu schießen. Und ich glaube, man darf auch nicht so weit oben schießen, sondern eher weiter unten. Ja, er will halt jetzt unbedingt die Falle kaputt hauen, ne? Die hat sie ihm echt angetan, die arme Falle. Aber es ist nicht so schlimm. Oh ja, unten ist okay, guck mal. Okay, das war schon wieder zu spät, Falle ist kaputt. Oh mein Gott. Okay, 7k Damage ist schon ein bisschen was. Aber wenn man halt unten auf die Füße schießt, ist relativ gut anscheinend. So machen wir das jetzt nochmal, wenn er jetzt nochmal Bock hat. Hast du nochmal Bock, deinen Ultrastampfer zu machen? Jetzt macht er es wieder. Schüsse. Oh, ein Schuss noch, nein, komm schon, ausgelockt, tatsächlich ausgelockt, und das sieht echt wild aus, wie der einfach umkippt, holy moly, hä, das hat voll gut geklappt, ich hätte es nicht gedacht, aber der wacht relativ schnell auf, das wundert mich gerade, ich habe hier extra meine Taschen voller Kibbel, dass ich den recht fix zähmen kann. Der braucht eigentlich die Gamer. Blaue gehen denn ja auch. Der braucht nur einen Kibbel? Ey, vielleicht kann ich doch den anderen noch ausnocken, den 150er. Dann können wir mit dem ein bisschen rumtesten. Wisst ihr was? Ich versuche mein Glück. Jetzt nicht der Robert. Ich habe keine Zeit. Bitte. Ich muss hier auf beide schießen. Ah. Ey, wenn man so zwei Sniper da... Oh Gott, ich wollte mich nicht treffen lassen. Da war was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kurz herzufakt. Guck mal, wie schnell die Topo runtergeht. Die geht richtig, richtig schnell runter. Das ist ja ekelhaft. Oh, er steht schon wieder. Das hat sich sass angehört. Aber wie schnell man Topo machen kann mit einer guten Sniper, ist krass. Vielleicht sollte ich einfach echt auf die Pump wechseln danach noch. Wie hinter mir herläuft die ganze Zeit. Es läuft ja übertrieben gut. Oh Gott, wo kommt der Yuti her? Hä? Das war er, das war gar kein Yuti. Er hat mich angeschrien. Och nö.
Das ist ja richtig doof. Ich wusste nicht mehr, dass er das so macht. Guck mal, jetzt lerne ich sogar was dazu. Okay, ich darf aber gleich wieder. 2 Sekunden noch. Ey, danke, Thüler. Oh, er steht sogar. Oh. Oh, ich hatte gerade Angst, den anderen anzuschießen, obwohl das eigentlich voll Quatsch ist. Wenn wir den guten haben, ist der eh egal. Der hat schon wieder geschrien, ne? Ey, schade. Er steht auch immer noch auf dem anderen drauf. Ja, ich glaube, ich schieße ihn mal an. Weil sonst ist er gar nicht aggro und dann macht er auch seine komischen Sachen nicht. Das ist, glaube ich, das Problem, was ich echt mit dem hatte, dass der super schnell Topo verloren hat und irgendwie gar keinen Bock hatte, seinen Angriff zu machen. Okay, so viel dazu. Einmal habe ich seinen Schwanz getroffen. Okay, das läuft gerade sehr gut. Ich überlege gerade, auf die Pump zu wechseln. Das war zu spät. Okay, da habe ich ihm richtig eine drauf gegeben. Okay, doch nicht mit der Pump. Hey, er läuft einfach seitlich auf mich zu. Was sehe ich hier gerade? Nicht schon wieder. Och, nö. Warum denn? Ich bin stuck im Baum, das ist gut. Oder ist das gut? Ich glaube, er kommt gerade auf mich zu. Er macht ja wohl nicht seinen Ultrastampfer, oder? Sagen wir, dass er nicht seinen Ultrastampfer macht. Oh mein Gott, er ist hier. Okay, nee, war normaler. Oh, jetzt geht er erst hoch. Was ein netter. Nice. Was ein Schnapper. Hey, der zähmt direkt. Was war das denn? Warum hatte der so viel Hunger? Der hat sich die direkt reingezimmert, alle. Der andere ist auch fertig. Der hier war fast schneller fertig als der andere. Und damit hocken wir auf unserem 150er Brachio. Und erstmal, das sieht so witzig aus. Man sitzt nämlich einfach oben auf seiner Birne. Das finde ich schon richtig, richtig cool. Aber was ich am coolsten finde, ist eigentlich sein Damage. Ich hoffe, wir finden irgendwas, wo wir gleich mal drauf stampfen können. Vielleicht auf den Para da. So, 2 Beine wurden aktiviert. Ich weiß gar nicht, muss man dann nochmal C drücken? Oder muss man Linksklick drücken? Das ist die Frage der Fragen. Ich glaube, einfach Linksklick? Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott. 16.000 Schaden. Ungelevelt. Ungelevelt 16.000 Schaden. Also das ist halt, also wirklich übertrieben krank. Der ist so stark. Er ist halt wie, also das ist unnormal. Und mit dem kann man sogar, glaube ich, irgendwie den Modus wechseln. Ich glaube, ich bin sogar gerade im Harvest-Modus. Jetzt habe ich den Schrei mal gemacht, aber hier war gar nichts in der Nähe. Jetzt hat auch nichts Angst. Das war schon mal wieder sehr erfolgreich. Und der hat halt richtig lange Cooldown. Deshalb kann ich den jetzt erstmal nicht wieder machen. Rechtsklick ist so ein kleiner Kick nach hinten. Das sieht auch richtig süß aus. Und mit Leertaste kann man den Modus wechseln. Jetzt bin ich im Battle-Modus. Also jetzt bin ich erst im richtigen Angriffsmodus. Aber ich glaube tatsächlich, der einzige Unterschied ist, dass er halt nebenbei dann nicht farmt oder so. Und dann hat man halt nicht die ganze Zeit das Inventar voll, während man am Kämpfen ist. Weil der Damage ist, glaube ich, genauso wie vorher. Oh mein Gott, ey, ist das krass. Also wenn die den rausbringen, die müssen den hundertprozentig nerven. Also echt, der Damage ist nicht nur krass, der kann ja auch alles farmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Wahrscheinlich muss ich erst wieder den Farming-Modus wechseln. So. Und guck mal, der kann Bären farmen. Der kann aber auch Steine farmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Steine, Feuerstein, Metall kann er farmen. Der kann, glaube ich, sogar Kristall farmen, wenn ich mich nicht irre. Also, theoretisch ist der ein Allesfarmer. Hier, sogar Salz. Der kann sogar Salz farmen. Und wie? Also, wenn der nicht ein brokener Dino ist, da weiß ich nicht, was broken ist. Der macht unnormal viel Schaden, kann echt viel tragen, so an sich auch. Der hat 4.900 Gewicht, ohne irgendwas gelevelt zu haben. Dazu kann er noch alles farmen, Metall, Kristall, Salz, alles. Also, wirklich alles. Das ist mal wirklich ein Pflanzenfresser, der OP ist. Komplett. Zack, 900 Metall. Was man sagen muss, ist, wenn der normal angreift, macht er halt fast gar keinen Schaden. Ich habe jetzt gerade mal so zugestampft, der hat irgendwie 52 Schaden gemacht oder so. Und dann muss ich da den Modus für wechseln. Warte, wir müssen mal kurz testen. Ich habe mal wieder Tag gemacht, damit ihr das doch gut sehen könnt. 52, ja, und jetzt Battle-Modus. Wie viel macht er da? 300. Lol, man muss nur den Modus umstellen und der macht so viel mehr Damage. Ich will jetzt mal treten. Ich bin gerade über den rüber gelaufen, habe 900 Damage gemacht. Ich habe nicht mal irgendwas gedrückt dafür. Ich bin gerade einfach nur über den rüber gelaufen und der Kick macht genauso viel Schaden. Ey, ich bin also so beeindruckt von dem Ding. Wenn der so ins Game kommt, ja Leute, der wird halt Meta für alles sein. Hier, ordentlichen Köttel hat er auch da hinten rausgepresst. Also wie es so auf die Konzeptart aussieht, wird er auf jeden Fall hinterher viel, viel dicker sein, viel, viel breiter. Und ich denke mal, der wird ordentlich genervt. Der wird heftig genervt wahrscheinlich. Aber das war's von meinem kleinen Zweitkanal-Video wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Ich denke, morgen mache ich wieder eins. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.